Nimm das! Warte mal. Ihr seid reif für eine Tracht Prügel. Aber, ein Zwerg? Warum? Was hat da ein Zwerg damit zu tun? Ich verstehe das gerade nicht. Ich mach euch fertig. Ich verstehe gerade nicht, was das soll. Außerdem kann ich den nicht umbringen. Die Quest hat sich ja bereits erledigt. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Der Zwerg hat doch eigentlich nichts damit zu tun, oder? Abgesehen davon, dass ich den nicht umbringen will, aber anscheinend habe ich keine andere Wahl. Sonst läuft er mir ewig hinterher. Ich hab's nicht so gemeint. Hier, ich gehe jetzt hier rein. Ich bin leicht verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zwerg jetzt mitgemacht hat bei dem Mädchen belästigen. Sind doch immer nur Banditen. Irgendwie muss der Zwerg jetzt dazwischen geraten sein. Und ich habe den wahrscheinlich aus Versehen angegriffen. Verdammte Scheiße. Das wollte ich wirklich nicht. Ist er noch da jetzt? Ist er weg. Ich hoffe, er verzeiht mir. Vergisst es ganz schnell wieder. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, als ob ich den umbringen könnte. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Ich habe das Stahlschwert. Gut, dann ist gut. Sind tatsächlich noch mehr. Ich dachte, es sind nur drei. Keiner hat Fistech. Gut. Wie sieht das denn aus? Akrobatik. Komme ich hier weiter? Moment. Okay, ja, ich muss da runter. Hier runter. Moment. Ist jetzt was anderes? Vielleicht ein Mädchen? Ich muss zu Carmen gehen und meinen Lohn abholen. Ach, hier rein? Stramme Hüften. Dann ist das wohl das Bordell.
Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Wir nehmen die andere Zahlungsart. Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Gewürfelt haben wir schon, gewonnen haben wir auch mit ihr. Ich hätte gedacht, dass auch sie einen Gefallen tut, aber okay. Immer noch keine Talente, wir sind erst kurz davor, das ist doof. Verdammt. Na dann, lassen wir das mal kurz. Oh, gelbe Rosen. Haben wir schon mal ein paar Blumen? Nein. Nein. Hier kann man durch? Nein, kann man nicht. Schiebt etwas Gold drüber, dann zeige ich euch, wie wild ich sein kann. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Da haben wir zumindest eine Karte, wenn auch nicht von der Carmen. Und weiter geht's. Wir haben noch eine andere Quest in der Nacht zu erledigen. Wie spät ist denn jetzt? 1 Uhr. Ich weiß nicht, ob es genau Mitternacht sein muss. Hier. Warte ich. Na, sag mal. Das. Okay, muss ich da von der anderen Seite ran? Ich schaue erstmal hier. Bevor ich hier hin und her laufe. Keine Spur von Javed oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt? Richtig. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht.
Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Spielen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Javed erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Javed? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nicht. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Javed vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Nehmt das! Dann war es also doch Raimunds Familie. Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, das ging aber schnell. Schön. Also das war die Familie des Detektivs, die da ermordet wurde. Und deswegen hat er dann natürlich auch eine Rechnung offen. So. Was gibt's hier sonst noch so? Ist das alles? Bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Keine Kellertür. Keine Kellertür, keine Falltür, nichts. Was sollte das jetzt? Was habe ich da auf mein Schwert? Nein. Ich sollte mich ernsthaft mit Vincent unterhalten. Mache ich gleich mal. Laufe ich richtig? Nein, ich laufe natürlich nicht richtig. Weiß zwar nicht, wo es hier lang geht, aber ich glaube mal, ist falsch. Ich lerne es nicht, ne? Hier ist aber nichts. Wo ist der denn? Vielleicht wieder nur tagsüber anzutreffen. Dann gehe ich mal hier ins Krankenhaus, wo ich schon mal da bin. Ach so, der lässt mich nicht wahr. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Kann ich dich bestechen?
Hier, weißt du, ich gebe dir mal fast 100. Na gut, geht rein. Ich habe genug Geld gerade, es macht nichts. Hauptsache, ich komme hier rein. Meine Lungen. Shani vielleicht irgendwo? Ein Arzt, den ich kenne, sagt, näht rot an rot und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Das ist ja schön. Und die Zeit könnte ist wahrscheinlich ich doch nur schlafen und diese Schrecken vergessen. Meine Lungen, das ist eine Art Fluch. Meine Lungen. Das ist eine Art Fluch. Ah! Hilfe! Ich will nicht sterben! Wir werden alle sterben. Keiner da jetzt. Na gut, was haben wir denn noch? Mal schauen, ob der jetzt gerade zu sprechen ist. Der Vivaldi. Ich bin schon wieder falsch gelaufen, das gibt's doch nicht. Was wollt ihr denn jetzt? Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ihr habt mich herausgefordert, ja. Der Pisskopf. Upsi. So ein Mist, ey. Wirkt meine Schwalbe nicht mehr? Ich muss dann mal wieder einen Trank machen. Was ist denn? Ach so. Ups. Sterbt, Pisskopf. Lass sie jetzt mal außer Acht. Ah, hallo. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nix. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Ich habe mehrere Verdächtige, nicht nur Zwerge. Was wollt ihr? Ich behalte euch im Auge.
Kommt wieder, wenn ihr wisst, wovon ihr redet. Da waren doch noch andere Dinge. Wach auf, komm, komm. Sprich mit mir. Was führt euch hierher? Ich hoffe, ihr bekommt euer Kapital wieder. Diese Bank befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Und jetzt dazu ein Mensch. Nennt ihr das Gerechtigkeit? Na gut, Asajavets Kontaktperson. Weiß ich das? Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Ich konnte Asajavets Kontaktpersonen entlarven. Interessant. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Ich weiß, ihr habt die Kontrolle über eure Bank verloren. Zu freundlich, dass ihr so offen mit einem Zwerg sprecht. Jederzeit. Ich habe Informationen über Javed, die nützlich sein könnten. Manchmal sind selbst kleinste Details wichtig. Ich stieß in alten Akten auf seinen Namen. Er bezahlte Studiengebühren an der Zauberschule in Ban'art. Er wurde rausgeworfen, da er Interesse an dunkler Magie entwickelte. Daraufhin bezahlte er die Studiengebühren nicht mehr und damit verschwand er aus unserem System. Ihr habt es mit einem Renegaten zu tun und einem gefährlichen obendrein. Okay, und damit beende ich die Folge für heute und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!